Shalom zusammen. Dies ist mein erstes Video im neuen heidnischen Jahr 2018, in dem wir uns mit der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft Jerusalems beschäftigen wollen, da der Staat Israel am 14. Mai dieses Jahres seinen 70. Geburtstag feiert, während Jerusalem eine Geschichte von über 3000 Jahren hat. Jerusalem wird in der Bibel auch Salem genannt und der erste König dieser heiligen Stadt war Melchizedek, der Abraham gesegnet hat. Im 1. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 18 lesen wir, dass Melchizedek der König von Salem war und Brot und Wein herbeibrachte, was uns auch an das Abendmahl des Messias erinnert. Im Psalm 76, Vers 3 lesen wir außerdem, dass Salem, also Jerusalem, das Zelt des Herrn ist und Gottes Wohnung in Zion. Auch im Neuen Testament heißt es in Hebräer 7, Vers 2 über Melchizedek, ihm, nämlich Melchizedek, gab auch Abraham den Zehnten von allem. Er wird zuerst gedeutet als König der Gerechtigkeit, dann aber auch als König von Salem, das heißt König des Friedens. Nachdem König Saul Selbstmord begann, wurde der Hirte David sein Nachfolger und zum König Israels gesalbt. Er war es auch, der Jerusalem zur Hauptstadt Israels gemacht hat. So wie die Hauptstadt der USA Washington DC ist, so ist auch die Hauptstadt Israels, Jerusalem DC, David's Capital, die in der Bibel auch Stadt Davids genannt wird. Nach der Königsherrschaft von Davids Sohn Salomo zerbrach Israel in zwei Teile, nämlich in das Haus Juda, was die Juden mit einschließt, denen Jerusalem anvertraut wurde, und in das Haus Israel, das Haus der 10 verlorenen Stämme, zu denen wir auch als Christen gehören, selbst wenn wir nicht buchstäblich von diesen Stämmen abstammen, sondern geistige Israeliten sind. So heißt es in Galater 3, Vers 29, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Jerusalem ist die meist umkämpfte Stadt, die es jemals auf diesem Planeten gegeben hat. Im Jahr 586 vor Christus zog Babylon gegen Israel. Sie machten Jerusalem dem Erdboden gleich, zerstörten den Salomonischen Tempel und nahmen die Juden in babylonische Gefangenschaft. Nachdem der persische König Kyros II. Das babylonische Reich eroberte, erlaubte er im Jahr 538 vor Christus die Rückkehr der Juden in ihre Heimat zu ihrer heiligen Stadt Jerusalem, das die Juden wieder aufbauten. Dann kamen die Griechen, die unter Antiochos Epiphanes Israel und Jerusalem einnahmen und mit aller Macht versuchten, das Judentum durch den Hellenismus zu ersetzen. Dann kamen die Römer, nahmen Jerusalem ein und Herodes der Große wurde König. Durch Kaiser Augustus wurde das Königreich Israel in die römische Provinz Judäa umgewandelt und verlor damit auch seine Eigenstaatlichkeit. Doch Gott sprach über Jerusalem im Psalm 137 ab Vers 5, vergesse ich dich, Jerusalem, so erlahme meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich nicht an dich gedenke, wenn ich Jerusalem nicht über meine höchste Freude setze. Mit anderen Worten, Gott würde Jerusalem niemals vergessen. So kam vor 2000 Jahren der verheißene Messias und König Israels nach Jerusalem, der, obwohl er der Sohn Gottes war, demütig auf einem Esel nach Jerusalem geritten ist. Viele nahmen ihn als Erlöser auf, aber viele strebten auch danach, ihn loszuwerden und zu beseitigen, weil sie die Wahrheit, die Jeschua der Messias verkündete, nicht vertragen konnten. In Matthäus 23 sagte Jesus ab Vers 37, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Jeschua der Messias wurde in Jerusalem gekreuzigt, er ist in Jerusalem von den Toten auferstanden, unsere Erlösung fand in Jerusalem statt, er ist von Jerusalem aus zum himmlischen Vater in den Himmel aufgestiegen und dort wird er auch wieder zurückkehren. Zwei Engel sagten in Apostelgeschichte 1, Vers 11, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Deswegen spielt Jerusalem auch in Zukunft eine große Rolle, in der wir allerdings in diesem Video noch nicht angekommen sind, weil wir uns immer noch in der Vergangenheit befinden, um die Gegenwart besser zu verstehen,
da wir alle aus den Fehlern der Vergangenheit lernen können. Jesus prophezeite in Lukas 21, Vers 24 folgendes über die Juden und Jerusalem: Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Und so geschah es auch. 70 nach Christus umzingelten die Römer Jerusalem und ließen nicht einen Stein auf dem anderen, und die Juden wurden in der ganzen Welt zerstreut. Jerusalem wurde zu einer heidnischen Stadt und man gab Israel einen heidnischen Namen, nämlich Philistin, Palästina, was so viel wie Land der Philister bedeutet, die bereits zu Zeiten Davids Israel das Leben schwer machten, aber eine große Niederlage erfahren haben, nämlich als David den Riesen Goliath besiegte, der ebenfalls ein Philister war, ein Palästinenser. Rom zerbrach schließlich in zwei Teile, nämlich in das Weströmische Reich, das im Laufe der Geschichte zum heutigen Europa wurde, und in das Oströmische Reich in Byzanz, das durch Kaiser Konstantin eine römische Auslegung des christlichen Glaubens übergestülpt bekam. So entstanden die heidnischen Feste des Christentums, die Verlegung des biblischen Sabbats auf den Sonntag, um sich so auch von den Juden zu distanzieren, die man schließlich auch verfolgt und bekämpft hat. Dann entstand eine neue Macht in der arabischen Wüste, nämlich der Islam, gegründet durch den falschen Propheten Mohammed. Zunächst befahl er, dass man in Richtung Jerusalem beten soll, um sich bei den Juden einzuschleimen, doch weil die Juden erkannten, dass Mohammed ein falscher Prophet war und sie ihm nicht folgen wollten, befahl Mohammed die Anbetung in Richtung Mekka, verfolgte Juden und verbreitete seinen Judenhass im Namen seines antichristlichen Mondgottes Allah. So sagte Mohammed folgendes: Der Prophet, nämlich der falsche Prophet Mohammed, sagte, dass die Stunde, der Endzeit, nicht kommen wird, bis die Muslime die Juden bekämpfen und umbringen, bis der Jude sich hinter dem Stein und Baum versteckt und der Stein und der Baum sagen wird: O du Moslem, du Diener Allahs, siehe, da ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt, komm und bring ihn um. The kings, Saul, David, Solomon, and then Solomon's descendants, were all ruling from Jerusalem. It was not the capital of anyone else, and is not mentioned in anyone else's religious holy book. Not even in the Quran. It's only in the Bible. Jerusalem ist heute die drittheiligste Stadt im Islam nach Mekka und Medina, doch wird kein einziges Mal im Koran erwähnt, so wie Mohammed niemals in Jerusalem war, sondern angeblich nur in einer Vision, wonach er danach sogar auf einem Pferd in den Himmel gereist sein soll, was man eindeutig als eine Geschichte aus dem islamischen Phantasialand bezeichnen kann. Muslime eroberten schließlich Jerusalem. Dann kamen die Kreuzritter und eroberten Jerusalem für den Papst, die Jerusalem aber nur für eine kurze Zeit beherrschten. Die Kreuzritter töteten in Jerusalem nicht nur Muslime, sondern auch Juden und andersgläubige Christen. Dann entstand ein neues Imperium, nämlich das Osmanische Reich der türkischen Muslime, die ihrerseits Jerusalem für sich in Anspruch nahmen und fast 500 Jahre den Nahen Osten und Jerusalem beherrschten. Sie verwandelten Kirchen und Synagogen in Moscheen und islamisierten die heilige Stadt Jerusalem und das christliche Byzanz, heute bekannt als Istanbul. Dann kam der Erste Weltkrieg und das Osmanische Reich zerfiel und das Kalifat wurde abgeschafft. Dann kam der Zweite Weltkrieg und es kam zum Holocaust. Das jüdische Volk litt in Deutschland und in Europa, wie vielleicht noch niemals zuvor in ihrer über 3000-jährigen Geschichte. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1947 bei den Vereinten Nationen beschlossen, den jüdischen Staat Israel zu gründen, was 1948 in die Tat umgesetzt wurde. Der Prophet Jesaja prophezeite bereits vor über 2000 Jahren in Kapitel 66, Vers 8: Wer hat je so etwas gehört? Wer hat etwas derartiges gesehen? Wurde je ein Land, nämlich Israel, an einem Tag zur Welt gebracht? Ist je ein Volk auf einmal geboren worden? Sofort nach der Gründung des jüdischen Staates Israel machten sich islamische Nationen auf, um Krieg gegen Israel zu führen. Doch zum Erstaunen der Weltöffentlichkeit konnten sie die Juden, die damals eindeutig in der Minderheit gewesen sind, nicht besiegen. 1967 kam es zum Sechstagekrieg, in dem erneut islamische Nationen Israel den Krieg erklärten. Die islamischen Nationen haben erneut den Krieg gegen die Juden verloren und die Juden eroberten Jerusalem.
Dann wurde 2016 zum Erstaunen der Weltöffentlichkeit Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA gewählt. Er versprach im Wahlkampf, so wie es zuvor auch George W. Bush und Obama getan haben, Jerusalem zur Hauptstadt Israels zu erklären und die amerikanische Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Doch im Gegensatz zu seinen Vorgängern hat Donald Trump sein Versprechen gehalten. Am 6. Dezember 2017 kam es zu einem historischen Ereignis. 70 Jahre nachdem man bei den Vereinten Nationen beschlossen hat, den Staat Israel für die Juden zu gründen, und 50 Jahre nach dem Sieg im Sechstagekrieg und der Eroberung Jerusalems, hat die mächtigste Nation der Welt unter ihrem Präsidenten Donald Trump Jerusalem als ewige Hauptstadt Israels anerkannt, was zuvor keine Nation auf der Welt getan hat. Doch wie reagierte die Welt? Deutschland hat sich dagegen ausgesprochen, ausgerechnet das Land, das Millionen Juden im Zweiten Weltkrieg in die Gaskammern schickte und tatenlos zusieht, wie Muslime auf deutschen Straßen Flaggen von Israel verbrennen. Erneut zeigten die islamischen Nationen ihr wahres Gesicht, nicht nur die arabischen Länder, sondern auch das ehemalige Haupt des Osmanischen Reiches, nämlich die Türkei unter Adolf Erdogan. Die Feinde Israels scheinen wieder aufzuwachen, um sich erneut in einem heiligen Krieg zu vereinen und gegen Israel zu stellen, sowohl diplomatisch als auch militärisch. Schauen wir mal, was der Prophet Zacharia vor 2500 Jahren über die heutige Zeit prophezeite. In Zacharia 12 heißt es ab Vers 2: Siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsum, nämlich für die islamischen Völker ringsum Israel. Und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran wundreißen. Und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es versammeln. Was man schließlich auch bei den Vereinten Nationen getan hat. So more than 100 countries defied Trump and voted for this anti-Jerusalem UN resolution. But nothing new. Nothing new to us. We know what the UN is like. Benjamin Netanyahu called it a house of lies. But we pay these people to do things that are absolutely absurd. So they issue resolutions criticizing countries, and guess what? 86% were against Israel. The Bible says, I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. I will be an adversary to your adversary. And so many times, natural disasters happen in conjunction with a resolution, a decision by a state to go against Israel. The European globalists are extremely displeased that they cannot control Donald Trump and that they cannot control Israel. And this is what they've done since the Roman times. Same people, same nations, doing the same things. I don't need everybody to agree, God says. Do you know that in your life? The whole world can seem to be against you. Those that have power can seem to be against you. And God raises one person up in your life and everything changes. That's why you need to depend on God. Da man am 14. Mai 1948 den Staat Israel ausgerufen hat, feiert man also am 14. Mai 2018 einen historischen Geburtstag, nämlich 70 Jahre Israel unter jüdischer Herrschaft, weswegen 2018 ein ereignisreiches Jahr werden dürfte, im Hinblick auf die weitere Geschichte Israels und im Hinblick auf die biblische Endzeitprophetie. Denn was einst war, das wird wieder geschehen, weil es laut König Salomo nichts Neues unter der Sonne gibt. Über die Juden und die islamischen Nationen rings um Israel, die Jerusalem im Namen Allahs erobern wollen, heißt es in Zacharia 12 ab Vers 4: An jenem Tag, spricht der Herr, will ich alle Pferde mit Scheu schlagen und ihre Reiter mit Wahnsinn. Über das Haus Juda, also die Juden, aber will ich meine Augen offen halten, und alle Pferde der Völker will ich mit Blindheit schlagen. Und die Fürsten Judas, die Fürsten der Juden, werden in ihrem Herzen sagen, meine Stärke sind die Bewohner Jerusalems, durch den Herrn der Herrscher, ihren Gott, und sie werden zu Rechten und zu Linken alle Völker ringsum verzehren. Jerusalem aber soll wieder bewohnt werden an seinem alten Platz, nämlich in Jerusalem. Wenn der Koran recht hat, dann wird der Islam siegen und die Welt erobern und regieren, doch wenn die Bibel recht hat, dann wird der Islam und alle islamischen Nationen rings um Israel besiegt werden, denn es kann nur einen wahren Gott geben und das war, ist und bleibt
der Gott der Bibel und sein Sohn Jesus Christus, den auch die Juden bei seiner Wiederkunft erkennen werden. So heißt es in Sacharja 12, Vers 10, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen, und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Und wer ist dieser eingeborene Sohn, den man durchstochen hat und der als Erstgeborener bezeichnet wird, über den die Juden bitterlich Leid tragen werden? Das Neue Testament gibt uns die Antwort. So heißt es in Johannes 3, Vers 16, in Kolosser 1, Vers 15 und in Offenbarung 1, Vers 7. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dieser, nämlich Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Sie werden sich an die Brust schlagen, weil sie erkennen, dass sie in der Endzeit nicht dem Messias folgten, sondern dem Antichristen. Als Josef sich seinen Brüdern in Ägypten zu erkennen gab, weinten sie bitterlich über ihren Bruder und vergossen viele Tränen. Doch wenn die Juden ihren Messias erkennen, werden sie noch mehr Tränen vergießen, weil Jesus die Juden immer liebte, obwohl sie ihn 2000 Jahre lang abgelehnt und im Talmud sogar verspottet haben. Und was werden die Juden den Messias bei seiner Wiederkunft fragen? Schauen wir mal, was in Sacharja 13, Abvers 4 geschrieben steht. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden sich die Propheten schämen, jeder über sein Gesicht, wenn er weissagt. Und er wird sagen, ich bin kein Prophet. Und er wird zu ihm sagen, nämlich zu Messias, was sind das für Wunden in deinen Händen? Und er, der Messias, wird antworten, die hat man mir geschlagen im Haus meiner Lieben. Denn Jesus wurde im Haus seiner Lieben verurteilt, geschlagen, bespuckt und schließlich auch gekreuzigt, nämlich in Jerusalem, wo er bald zurückkehren wird, um das Haus Juda mit dem Haus Israel wieder zu vereinen, damit zusammenkommt, was zusammengehört, nämlich das Volk Gottes. Und dann ist der Zeitpunkt für den Messias gekommen, seine Königsherrschaft in Israel anzutreten, was vor 2000 Jahren bei seinem ersten Kommen noch nicht der Fall war. So heißt es in Offenbarung 11, Vers 17, wir danken dir, o Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Wir Christen haben etwas, was die Juden 2000 Jahre lang nicht haben wollten, nämlich den Messias Jesus Christus. Während die Juden etwas haben, was die Christen seit 2000 Jahren nicht haben wollten, nämlich die Tora, die Gebote des Gesetzes Gottes. Am Ende der Tage werden die Juden erkennen, dass sie ihren Messias ablehnten, und die Christen werden erkennen, dass sie das Gesetz Gottes abgelehnt haben, weil sie Menschengeboten und heidnischen Traditionen aus Rom folgten. Dann wird beides vereint werden, der Glaube an den Sohn Gottes Jesus Christus und das Halten der Gebote Gottes der Tora. Schauen wir mal, was im Königreich des Messias geschehen wird. In Jesaja 2, Vers 3 und in Sacharja 8, Vers 23 heißt es, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz, die Tora ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. In jenen Tagen wird es geschehen, dass 10 Männer aus allen Sprachen der Heidenvölker einen Juden beim Rockzipfel festhalten und zu ihm sagen werden, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Was? Gott ist mit den Juden? Das sehen aber viele Atheisten, Muslime und leider auch viele Christen ganz anders. Doch was Menschen denken, spielt überhaupt gar keine Rolle. Wichtig ist nur, was Gott denkt. Auch der Apostel Paulus stellte in Römer 11, Vers 1 die Frage, ob Gott sein Volk, in dem Fall die Juden, verstoßen hat, und antwortete daraufhin, das sei ferne. Denn auch der König der Juden, Jesus Christus, sagt in Johannes 4, Vers 22, ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Denn aus den Juden kam unser Erlöser, der Retter der Welt, der Löwe aus dem Stamm Juda, der König der Könige und der Sohn des lebendigen Gottes, Jeschua HaMashiach, Jesus Christus.
Die einzigen Freunde der Juden Israels sind heutzutage wahre Christen, für die Jerusalem ebenfalls die heiligste Stadt der Welt ist. Und jeder Jude, den wir heute verfluchen, könnte morgen schon den Messias erkennen, weswegen wir vorsichtig und geduldig mit dem Haus Juda sein sollen. My Jewish listeners, your only friends left in the world are Christians. Stop believing what you heard when you were a kid, that Jesus is a name not to be uttered in this house. You know, so many Jewish kids were taught that. And yet Christians love you. And Christians did not kill you in the Holocaust. These were, the National Socialist Party of Germany is called the Nazi people. They are secularist atheists. They're not preaching the gospel, right? They were killing and imprisoning as many Christians who were protecting the Jews during World War II. Als wahre Christen dürfen wir bei diesem weltweiten Judenhass, der auch in Deutschland wieder modern geworden ist, und bei der weltweiten Auflehnung gegen Israel nicht schweigen, denn Gott tut dies auch nicht. In Jesaja 62 spricht der Herr, Vers 1, Um Zions Willen schweige ich nicht, und um Jerusalems Willen lasse ich nicht ab, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und sein Heil wie eine brennende Fackel. Und die Heiden werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des Herrn bestimmen wird. Und du wirst eine Ehrenkrone in der Hand des Herrn sein und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Wenn wir wollen, dass wir gesegnet werden, dann dürfen wir nicht das verfluchen, was Gott gesegnet hat. Und wenn es uns wohlergehen soll, dann sollten wir laut Psalm 122, Vers 6 für den Frieden Jerusalems bitten, die Stadt, die wir lieben, die Stadt, die Gott liebt. Denn auch der Gott des Neuen Testaments ist der Gott Israels, den wir preisen sollen, weil dieser Gott sein Volk besucht und Erlösung bereitet hat, nämlich durch Yeshua HaMashiach, Jesus Christus. Gott segne Jerusalem, Gott segne die Juden und Gott segne natürlich uns Christen, dem Volk Gottes, das damals wie heute nur einen Namen hat und das war, ist und bleibt Israel. Amen.